Hallo und herzlich willkommen zurück zu Silent Hill 2. Wir haben in der letzten Folge Maria verloren. Das war sehr traumatisch für unseren Protagonisten. Deswegen wird er in dieser Folge leider nicht so viel sagen. Und wir sind in den Director's Room gegangen und haben dort einen Schlüssel gefunden, um das Krankenhaus zu verlassen. Aber das Krankenhaus hat noch ein paar Türen, die ich untersuchen möchte, bevor ich es verlasse. Denn vielleicht gibt es hier noch irgendetwas, was ich mitnehmen kann. Solange wie es hier keine Gegner gibt, ist eigentlich alles gut. Das Schloss ist kaputt und wir haben immer noch unsere schöne traurige Musik. Ich finde sie toll. Ich finde sie schön. Das Schloss ist wohl kaputt. Ach doch, dieses Schloss ist kaputt. Irgendwie reißt mich diese Musik sogar ein bisschen mit. Also so. Die zieht einen doch schon runter. So ein bisschen. Aber das macht doch den Flair aus von Silent Hill. Habe ich jetzt alle Karten, alles untersucht? Jupp, habe ich. Gut. Ne, beim Dayroom gab es noch eine Tür. Ah, ist egal. Ist egal. Die eine Tür, da wird jetzt auch nichts sein, denke ich mal. Wir speichern nochmal, bevor wir uns wieder nach draußen begeben, in die Hölle von Silent Hill. Leider ohne Maria. Ich habe den Schlüssel zur Eingangshalle des Krankenhauses benutzt. Wir sagen Goodbye, Krankenhaus. Willkommen, Welt. Zurück. Wir sind... Ach, egal. Vergesst es. Oh, Cutscene. Maria ist tot. Ich konnte sie nicht beschützen. Und wieder konnte ich nichts tun, um zu helfen. Wieder? Laura ist einfach weggerannt. Mary. Was? Was soll ich nur tun? Wartest du wirklich? Irgendwo auf mich? Oder ist es deine Atem? Ich werde Mary finden. Das ist das Einzige, was mich noch hoffen lässt. Und wir sind im dunklen Silent Hill unterwegs. Oh, scheiße. Wo sind wir auf der Karte? Okay, wir könnten jetzt rein theoretisch zum Rosewater Park und zum Silent Hill Historical Society. Ich schaue nochmal rechts auf die Karte. Ich weiß jetzt nicht, was, ob schwarz markiert... Ne? Ob schwarz markiert bedeutet, dass ich dorthin soll, oder ob schwarz markiert bedeutet, dass ich dort nicht hin soll. Irgendwie sind die Karten eben gerade verwirrend. Ich versuche es jetzt mal mit der Maus. Vielleicht komme ich damit weiter. Los! Das macht es nicht einfacher. Ach, dann laufe ich jetzt einfach darüber. Ohne zu wissen, wo es lang geht. Jetzt werden hier wahrscheinlich wieder Millionen von Monster sein. Ja, natürlich. Oh, meine Krankenhausschwestern laufen draußen rum. Wer hat euch denn freigelassen? Um mir hoffentlich einen Weg zu diesen Plätzen zu suchen, zu finden. Und nein, ich werde jetzt die alle hier nicht abschießen. Ich werde das so wie in Silent Hill 1 halten. Was in Gebäuden ist, wird abgeschossen. Was draußen ist, da renne ich dran vorbei. Solange wie es keine komischen Hunde sind, ist alles okay. Puh. Zumindest haben wir jetzt wieder unsere düstere Atmosphäre, die wir ja durch Marys Tod so ein bisschen verloren hatten. Hier ist auch ganz schön viel los auf der Straße. Ist hier irgendwo ein Festival oder so? Das Krankenhaus, Krankenschwester-Festival? Laufe ich in die richtige Richtung? Ja, laufe ich nicht. Oder? Nein, doch. Nein, laufe ich nicht. Egal, dann untersuche ich das jeden halt. Vielleicht gibt es ja im düsteren Silent Hill hier auch irgendwas. Nur dafür sollte ich mich vielleicht mehr an dem Rand halten. Ja, vielleicht sollte ich auch einfach nur mal den Rand halten. Nein, das werde ich natürlich nicht machen. Denn das hier ist eine Doku. Und hat man immer einen komischen Sprecher mit dabei. In diesem Fall bin ich es. Und von überall hört man irgendwelche Viecher knarren, knurzen, knirren. Und hier ist irgendwie nichts weiter, was in irgendeiner Art und Weise interessant für uns sein könnte. Nein, da gibt's auch nichts. Wir irren in dunklen Silent Hill herum. Oh, in die U-Bahn kann man nicht. Nee, das ist gar keine U-Bahn. Und ich habe auch schon gehört, einige Leute freuen sich darauf, wenn ich den vierten Teil spiele, denn der soll um einiges psychohafter sein. Und ganz ehrlich, Leute, ich liebe so langsam. Oh, hier kann ich lang. Ein dunkler Gang. Oh, die Tür geht auf, die Tür geht auf. Huhu. Wo bin ich jetzt gelandet? Ich habe keine Karte von diesem Ort. Wollen wir wetten? Wollen wir wetten?
Doch, ich habe eine Karte von diesem Ort. Ich hoffe, ich kann ja auch drüber. So, da hinten will ich hin. Da, wo schwarz ist. Letter Branch. Aber ich weiß gar nicht, ob das gut ist. Ich habe kein gutes Gefühl dabei, wenn ich da jetzt schon hingehe. Und ich vertraue meinem Gefühl so ein bisschen. Also laufen wir den ganzen Weg zurück, denn wir haben es ja, kostet nur ein bisschen Zeit und Harry ein paar Schritte. James meine ich. Oh, ich habe immer noch Harry im Kopf, weil das war eben gerade wieder so eine passende Stelle von Harry. Tonicum. Ich habe auch schon lange nichts mehr eingeworfen, also... Egal, alles untersuchen und dann findet man hier auch die schönsten Sachen. Oh, guckt euch das an, Leute. Alleine schon deswegen lohnt es sich, hier rumzulaufen. Und wenn es nur ein bisschen Pistolenmunition ist, ich finde, es lohnt sich. Andere mögen da wahrscheinlich anders denken. Die werden auch diese Folge dann hier überspringen wahrscheinlich, weil sie wissen, haha, hier wird eh nichts erreichen. Ja, ich denke mir, tja, Pech gehabt, dann guck das halt eben nicht und lass es bleiben, weil ich meine Art und Weise und außerdem bringt mir das zumindest für irgendwelche Kämpfe immer ziemlich viel, wenn ich alles gesammelt habe. Und eventuell habe ich ja dadurch auch Glück und erreiche mal wieder das Good-Ending. Das Good-Good-Ending eventuell sogar auch. Ich weiß ja nicht, ob es sowas hier gibt. Doch, ihr habt mir ja schon verraten, es gibt ja auch wieder unterschiedliche Enden, aber ich denke, das wird es bei jedem Silent Hill geben. So wie ich das damals in meiner Kindheit mitbekommen habe. Und ja, ne? Dann werden wir hier, also ich werde mal wieder versuchen, das... Moment, hast du da eben gerade auf dem Müll gestarrt? Nein, das sah anders aus, okay. Aber da hast du eben gerade zum Gegner gestarrt, das habe ich gesehen, das habe ich gesehen. Das ist aber nicht weiter schlimm, darfst du auch machen. Juhu, ja, hi du, ciao du. Ja, eben gerade alles ziemlich düster und ich bin erstaunlicherweise eben gerade sehr zufrieden mit dem Kameramann, weil er macht seine Arbeit ziemlich gut, das ist genial. Ich sehe alles, was ich sehen. Oh, haha. Ich sehe alles, was ich sehen will und noch viel mehr. Gesundheitsdrink, gibt's hier hinten noch was? Nö, scheint's nichts zu geben. Jetzt muss ich aber nochmal auf der Karte gucken, denn jetzt habe ich mich, glaube ich, wieder so ein bisschen... Nein, habe ich nicht verirrt. Gut, ich will zum Heaven's Knight und dort dann rüber in die Silent Hill Historical Society, dann zum Rosewater Park und dann werden wir uns auf die andere Straßenseite begeben, auf die andere Kartenseite begeben. Ja, ich sag jetzt eher mal Kartenseite dazu. Ich denke, das passt etwas besser. Hallo. Ciao. Du musst mich doch nicht hauen wollen. Ich hab dir doch gar nichts getan. Ich bin nur James. Ich laufe hier einsam und alleine herum. Ach, die Erforscherfolgen. Ja, ja. Willst du mal wieder geben? Denke ich mal. Ich weiß nicht, wie es bei Silent Hill 3 sein wird und Silent Hill 4. Beziehungsweise Silent Hill 3... Au, da laufe ich natürlich voll rein. Silent Hill 3 kann ich ja schon mal zugeben. Da habe ich mir die ersten zwei Folgen damals von Marco Korn angeguckt. Hi Marco, falls du es guckst. Hi, ne? Ja, und aber auch nicht mehr. Na, das Schloss ist wohl kaputt. Also war ich doch schon mit meiner ersten Vermutung auf der richtigen Spur gewesen. Das heißt, der Anfang wird dann nicht ganz so blind sein, aber der Rest... ach ja, hier kann ich ja immer noch nicht rüber. Ich finde es immer noch reichlich merkwürdig, dass unser Protagonist zwar gehen kann, aber nicht springen. Aber ich habe ja auch schon mal gesagt, das wäre dann Jump'n'Run, das wäre lame. Da könnte man ihn ja auch Mario nennen, aber hier gibt es Schrupperton. Und so ein neues Gewehr, so ein schönes Jagdgewehr hätte ich wieder gerne. Das war cool gewesen. Fand ich zumindest ziemlich cool. Und Leute, wir sind auch schon wieder am Ende einer Folge angelangt. In der nächsten Folge geht's dann weiter, wie wir Silent Hill erforschen in der düsteren alternativen Realität und uns dann zu den Orten begeben, die auf der Karte eingezeichnet wurden. Ich speichere noch schnell mit euch und ja, ich bin Hell und 9680. Wir spielen Silent Hill 2. Bis dann.